Die Techniken, die als erste zur Anwendung kommen werden, verbessern Muskelkraft, andere steigern die Sauerstoffversorgung des Gewebes, etwas, das wie Erythropoietin mehr rote Blutkörperchen produziert. Und schließlich Gene, die die Energieaufnahme in das Gewebe verbessern. Wenn man Vorteile herausschlagen kann, meistens sind sie finanzieller Natur, wird es Leute geben, die die Wissenschaft für unlautere Absichten nutzen wollen. Das ist seit Galileo und weiter zurück bekannt. Wissenschaft kann von Leuten und Organisationen missbraucht werden. Und wenn sie die Fähigkeit haben, werden sie es tun. They have the ability to do it, and they will. In the very long run, auf sehr lange Sicht wird Genmanipulation ihren Platz im Sport finden. Aber dann müssen wir darüber nachdenken, was wir uns unter Sport vorstellen. Und ist das noch Sport? And is that still sport?